Herzlich willkommen im Dialog Space. Hi-Fi kennen Sie natürlich und auch Wi-Fi ist Ihnen ein Begriff. Li-Fi, das kennen schon weniger Leute. Und jetzt gibt es noch eine neue Technologie, Near-Fi. Near-Fi ist eine neue Technologie für die Übertragung von Ethernet-Daten in Echtzeit. Wie das genau funktioniert und was der große Vorteil ist, das erklärt uns heute Jörg Brasers. Hallo Jörg. Hallo Jen. Jörg ist Strategic Product Manager und er wird uns nicht nur erklären, wie die Technologie funktioniert, sondern auch, warum das Ganze so vorteilhaft ist. Jörg, Near-Fi steht ja für Kommunikation im Near-Field. Also es geht darum, Daten über wirklich kurze Distanzen zu übertragen. Welche Anwendungen sind denn das genau, für die das notwendig ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Near-Fi ist eine komplett neue Technologie von Phoenix Contact. Und bei den Hauptanwendungen geht es darum, Steckverbindungen, die vielleicht viele hunderte Mal am Tag gesteckt werden und damit Wartungs- und verschleißanfällig sind, zu ersetzen, komplett zu ersetzen. Mit Near-Fi können wir hier kontaktlos über wenige Zentimeter übertragen, bei Roboteranwendungen zum Beispiel in der Automobilindustrie. Dort sind halt Wechselwerkzeuge, die sehr, sehr oft am Tag gewechselt werden und dort auch Steckverbindungen ersetzt werden müssen, um halt einen längeren Wartungszyklus zu ermöglichen. Und ein wesentlicher Vorteil ist zusätzlich, ich kann auch durch Hindernisse funken oder Daten übertragen, durch Holz, Glas, Plastik, alles, was nicht metallisch ist. Okay. Der große Vorteil dieser Lösung ist ja die Datenübertragung in Echtzeit. Das ist insbesondere bei Themen wie Industrie 4.0 oder Predictive Maintenance besonders interessant. Aber wie funktioniert das denn mit der latenzfreien Übertragung? Da haben ja selbst so etablierte Standards wie WLAN ihre Probleme. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist der absolute Alleinstellungsmerkmal von Near-Fi, die Echtzeit-Ethernet-Übertragung. Das heißt, wir können latenzfrei, also mit einer Verzögerung von 2 Mikrosekunden, also fast gar nichts, können wir Daten übertragen über diesen Luftspalt von wenigen Zentimetern. Und somit ermöglicht es, wie hier auch auf der Grafik zu sehen, die Übertragung von Echtzeit-Ethernet-Protokollen wie EtherCAT, Profinet, Ethernet-IP, Modbus, TCP oder viele anderen. Wir operieren hier komplett transparent. Also wir können jedes Protokoll übertragen, was wir möchten. Das ist ein wesentlicher Vorteil, ja. Das heißt also, die Technologie ist komplett neu, so noch nicht da gewesen. Und zum Beispiel die natürlich auch eingesetzt werden. Ich weiß, ihr habt euch Produkte dafür schon überlegt und du hast uns ein bisschen was mitgebracht. Magst du uns das mal zeigen? Ja, im Vorfeld möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf diese Echtzeit-Ethernet-Übertragung, gerade bei den Produkten, die wir hier einsetzen. Wir erreichen hier eine latenzfreie Zeit, indem wir Daten wirklich 1:1 über die Luftstrecke übertragen. Das ist hier in der Grafik noch mal dargestellt. Near-Fi überträgt bitorientiert im Vollduplex. Wir können hier bis zu 100 Mbit voll transparent übertragen, ohne Verzögerung. Das heißt, wir können jedes einzelne Bit für Bit über die Luftstrecke übertragen. Im Vergleich dazu, ein WLAN-System ist deutlich langsamer. Oder wenn ich es vergleiche, Near-Fi ist 500 Mal schneller als 5G zum Beispiel. Wobei die Anwendungen sind hier auch unterschiedlich. Ne? Dadurch aber können wir halt durch diese bitorientierte, synchrone Vollduplex-Übertragung die Daten von A nach B in sehr, sehr kurzer Zeit übertragen. Das ist die absolute Alleinstellungsmerkmal. Ja, zurückzukommen auf die Produkte. Hier vor mir stehen halt Near-Fi-Koppler. Diese Near-Fi-Koppler ermöglichen halt die Datenübertragung von einem sogenannten Base-Koppler zum Remote-Koppler. Und das voll transparent. Und das auch mit einer Überdistanz von wenigen Zentimetern, wie hier mal dargestellt. Also du sagst, das sind jetzt einmal Energie- und Datenkoppler, die du da hast. Das heißt, die Energie wird auch per Near-Fi übertragen? Also Near-Fi, so nennen wir die Funktechnologie, die dahinter steckt. Das heißt, wir können zum einen Energie übertragen, wie jetzt hier mal auf dem Demo-Board zu sehen. Ich habe hier den Base-Koppler, an dem ist eine 24-Volt-Spannungsversorgung angeschlossen und einen sogenannten Remote-Koppler. Und auf der Remote-Seite ist halt hier die Lampe jetzt angeschlossen. Wenn ich den Abstand erweitere, ist mal hier dargestellt, ist jetzt keine Übertragung, weil der Abstand ist viel zu groß. Und nähern sich die Geräte jetzt mal an.
So, ich sehe hier an der Stelle, über die Lampe ist es mal dargestellt, sind 24 Volt, die ich jetzt hier übertragen kann. Das heißt, ich habe 24 Volt mit maximal 2 Ampere, die halt über die Luftstrecke hier induktiv übertragen werden. Das sieht ja super einfach irgendwie aus, indem du die Geräte einfach von rechts nach links schiebst. Das heißt, ihr habt auch eine gewisse Flexibilität in der Montagegenauigkeit. Ja, das ganze System ist super flexibel. Das ist auch der gewisse Vorteil jetzt auch gegenüber Steckverbindern. Ich kann erstmal hier die Distanz haben und zum einen kann ich auch Versatz haben. Die Geräte können auch untereinander kippen. Und ja, das Ganze möchte ich jetzt noch mal einmal darstellen, indem ich noch mal was vorbereitet habe. Zum einen habe ich hier, zeige ich Ihnen ja, wie die Übertragung es ist, jetzt mit der Energie. Der gewisse Vorteil ist auch die Systeme. Ich muss mal hier einmal gerade kurz einen Remote-Koppler entfernen. Die sind halt hier für Demonstrationszwecke auf diesen Haltern montiert. Ich kann jetzt an der Stelle jeden Remote-Koppler, der im Programm ist, entsprechend mit dem Base-Koppler verbinden. Und hier mal dargestellt eine komplett eigene Einheit. Ich habe hier jetzt noch einen Nearfire Remote-Koppler und mal ein typisches I/O-Modul von Phoenix Contact, was ich hier versorgen möchte und Daten übertrage. Auf dem Demo-Board ist zusätzlich noch hier auf der Seite gesehen eine PLC-Next-Steuerung. Auf der läuft Profinet, ist auch klassisch im Automatisierungsumfeld. Diese Steuerung ist angeschlossen an den Base-Koppler und der Base-Koppler überträgt dann Energie und Ethernet. Mhm. Und nun kann ich halt diese Remote-Einheit hier annähern. Die Geräte, die bauen eine Verbindung auf und ich kann auch sehen, ich halt entferne die nochmal, bringen Sie noch mal näher. Die Übertragung funktioniert hier komplett. Das heißt, ich versorge jetzt dieses I/O-Modul mit 24 Volt und das Profinet-Protokoll wird hier auch über den Luftspalt zu dem Remote-I/O übertragen. Und anhand der LEDs, die jetzt aus sind, ich nähere das noch mal an, jetzt fangen hier so Lauflichter an, um das einfach mal zu visualisieren. Dahinter, also so eine Einheit könnte jetzt zum Beispiel auf einem Roboterkopf sein, auf einem Wechselwerkzeug und kann dort halt kontaktlos komplett versorgt werden mit Energie und Ethernet. Also wie gesagt, Ethernet 100 Mbit und 24 Volt. Mhm. Genau. Das ist natürlich super praktisch von der Flexibilität her. Ich sehe jetzt aber auch, wie du dich annäherst, wieder weggehst. Wie kann ich denn sicherstellen, dass die Verbindung noch stabil ist? Bei aller Flexibilität. Ja. Dafür montiere ich nochmal die Einheit hier, um das einfach praktikabel darzustellen. Gerade die Kommunikation wird uns auch optisch angezeigt. Dem einen oder anderen ist es vielleicht gerade schon aufgefallen. Wir haben hier blinkende LED-Ringe, ein 360-Grad umlaufender LED-Ring auf beiden Geräten. Das heißt, wenn ich die Geräte, wenn die sich annähern und eine Verbindung aufgebaut haben, leuchten auf beiden Seiten die LED-Ringe. So ist es hier nochmal dargestellt. Das Ganze ist dann wirklich um 360 Grad. Das ermöglicht dem Anwender, direkt vom Weiten zu sehen, sind die Geräte verbunden oder nicht. Zusätzlich ist hier bei den Geräten auch noch über die M12-Stecker, das ist ein sehr robustes Gehäuse, ich habe hier M12-Stecker drauf mit gewissen Pinnen. Hier habe ich noch die Möglichkeit, direkt über gewisse Pinne Signale rauszugeben und diese Signale, Diagnose-Signale in der Steuerung einzulesen. Das ist auch noch mal sehr, sehr hilfreich, weil man kann ja nicht die ganze Zeit immer vor der Anlage stehen. Wobei dieser LED-Ring ist auch eher für die Inbetriebnahme gedacht, so dass ich direkt bei der Inbetriebnahme sehe, ist die Verbindung da oder nicht. Und ja, über die Geschichte funktioniert das dann entsprechend ja sehr, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns diese neue Technologie vorgestellt hast und auch die Produkte dazu. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft, gerade in der einfachen Anwendung. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Zeit hier. Danke, dass du da warst. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
Ich empfehle Ihnen auch noch ganz herzlich unseren Roundtable hier zum Thema Effizienz im Schaltschrankbau. Und damit verabschiede ich mich für diese Dialog-Space-Vorträge und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.